Wenn wir jetzt ein Jahr der Gerechtigkeit ausrufen, löst das natürlich unsere Probleme noch nicht. Papst Franziskus hat gerade im Dezember ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Was versprichst du dir davon? Naja, es hängt natürlich davon ab, ob die Menschen auch nach irgendetwas handeln. Man kann ja immer ein Jahr von irgendetwas Gutem ausrufen, aber die Frage ist, wozu es führt. Also du glaubst nicht, dass das zu irgendetwas führt? Nicht unbedingt. Wenn wir jetzt ein Jahr der Gerechtigkeit ausrufen, löst das natürlich unsere Probleme noch nicht. Ist denn in der Philosophie überhaupt Platz für sowas wie Barmherzigkeit oder geht es in der Philosophie um die reine Vernunft? Also ich glaube, die richtige Sache ist natürlich, es gibt so einen Kontrast. Es gibt zwei große philosophische Ethiktraditionen in gewisser Weise. Die einen betonen mehr die Gefühle, die Emotionen und die andere mehr die reine Vernunft. Das richtige Bild muss natürlich eines sein, wo man sagt, dass wir die richtigen Gefühle brauchen. Zum Beispiel gibt es gerechten Zorn und auch gerechte Barmherzigkeit. Es gibt aber auch falsche Barmherzigkeit oder Zorn, der nur gerichtet ist gegen Feinde. Wann ist Barmherzigkeit richtig? Ich glaube, Barmherzigkeit ist dann richtig, wenn sie einem sozusagen noch den richtigen Kick versetzt. Also wenn man schon fast in der richtigen Haltung ist und dann aber noch sozusagen das eigene Herz den entscheidenden Funken mit sich bringt. So stellen wir uns die Barmherzigkeit ja seit der berühmten Szene mit dem Samariter in der Bibel auch immer vor. Was man in einer früheren Folge von Ethik to go gesagt, Barmherzigkeit könne auch eine Form der Verachtung sein. Da ging es um Obdachlose. Also ich gebe dem Obdachlosen was, aber ändere eigentlich die Verhältnisse nicht, in denen er lebt. Wie ist das Verhältnis zwischen Norm und Barmherzigkeit? Ich glaube, häufig ist es natürlich so, dass in gesellschaftlichen Diskussionen, auch politischen und so weiter Diskussionen, die Emotionen nur deswegen aufgerufen werden, weil man die Strukturen nicht wirklich ändern will. Man setzt auf die Barmherzigkeit und das Mitleid, anstatt die richtig harten Probleme anzupacken. Da muss man dann jeweils genau hinsehen, wo der Diskurs gerade steht.